Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic hier im alten Lager. Ja, beim letzten Mal haben wir hier mit dem guten Mordrak gesprochen und wollten uns von ihm ins neue Lager führen lassen. Leider waren ein paar Scavenger auf dem Weg, von denen ich gerne die Erfahrung gehabt hätte. Aber irgendwie waren ein paar Templer, die sie abgeschlachtet haben. Deswegen habe ich jetzt nochmal bis hier hingespielt, weil ich hatte ja leider keinen aktuellen Speicherstand. Und anstatt jetzt mit Mordrak darüber zu gehen, gehe ich erstmal wieder zurück in die Richtung, aus der wir ja kamen. Denn wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir erledigen können. Zum einen können wir zum Beispiel hier Snuff endlich seine Fleischschwanz und seine Pilze geben, damit er das, fragwürdig leckere Fleischschwanzen-Ragout kochen kann. Und mir fällt gerade auf, irgendwie ist uns Matt noch gar nicht begegnet. Ich bin ja eigentlich jetzt schon ein paar Minuten in diesem Lager und ist noch nicht auf mich zugekommen. Ich glaube, das sollte gleich wieder Zeit werden. Naja, reden wir mal mit Snuff. Ist er das da drüben? Ich weiß es nicht. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazuzugeben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Kein Problem, ich warte einen Moment. Ich meine, der da drüben mit dem Hammer, ist das Matt? Nee, ne? Matts Haus ist hier das direkt daneben. Das mit diesem Waschbassin davor und der Bank. Ein bisschen Angst. Egal, du solltest genug gekocht haben. Gib uns unser Fleischschwanzen-Ragout. Ich hab Hunger. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ja, das ist das Schöne. Wir können jetzt jeden Tag hier hinkommen und uns 3 Portionen Fleischschwanzen-Ragout holen. Kostenlos. Das ist schon ziemlich cool. Gucken wir uns mal an, was das macht. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eins aufgesammelt. Was ist das? Fleischschwanzen-Ragout. Lebensenergiebonus 9. Naja, aber wir haben sogar 9 Stück davon. Interessant. Wie auch immer. Wir hatten auch noch Neck gefunden und sein Amulett geborgen, das wir ausgerüstet haben, das uns 5 Schutz vor Waffen gibt. Und vielleicht können wir mal mit Fletcher, war es glaube ich, reden. Und ihm von den traurigen Neuigkeiten berichten, wenn er denn hier wäre. Ah, ich muss ihn erstmal suchen gehen. Wahrscheinlich strollt er irgendwo da drüben herum. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ja, der Schmiede müssen wir auch noch einen Besuch abstatten, allerdings eher nachts, wenn wir ungestört sind. Also hier ist kein Fletcher. Da ist er. Hi, na, wie geht's dir? Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Tja, Selbstschuld? Warum häufst du dir auch Schulden an? Tja. Nun gut, ansonsten können wir, glaube ich, erstmal nichts machen. Ich hoffe einfach mal, ich werde mal speichern. Da oben steht ein Bogenschütze. Da oben auf der Burgmauer. Ich hoffe einfach mal. Boah, die Sonne blendet. Ja, so kann man ihn erkennen, da oben. Auf den, Zinnen sind es ja nicht wirklich. Auf dem umgefallenen Turm. Ich hoffe, dass die Templer jetzt irgendwie weitergezogen sind. Allerdings fürchte ich, nein, ich werd das erst nochmal lassen. Ich werde in die andere Richtung gehen und in die andere Richtung erforschen. Denn, die werden wahrscheinlich noch ein Stückchen weiterziehen. Ich weiß, wo sie hinwollen. Das ist so halb der Weg, den wir gehen wollen. Und das wäre ein bisschen blöd. Weil es kann sein, dass wir dann später noch auf sie stoßen werden, wenn wir uns da weiter fortbewegen. Deswegen gehen wir erstmal mal ins Bett und schlafen eine Runde, bis es Nacht wird. Denn wir haben jetzt noch ein paar Dietriche übrig. Oder ich glaube einen oder zwei. Die wir Mordrak abgekauft haben. Und deswegen schlafen wir mal hier bis Mitternacht. Und machen uns dann so ein bisschen auf den Weg. Lalala, du hast mich gar nicht gesehen. Niemand sieht mich. Ihr seid alle am Schlafen. Richtig? Richtig. So. Hier in dieser Schmiede haben wir nämlich eine kleine Kiste stehen. Und die ist... Okay, einmal rechts. Rechts. Links. Verdammt. Rechts, rechts, links, rechts. Rechts. Ah, mein Dietrich ist abgebrochen. Ich habe keine mehr. Also rechts, rechts, links, rechts. Das müssen wir uns merken. Ja, schade.
den Inhalt dieser Kiste hätte ich mich echt gerne gehabt. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder Dietrich hier auftreiben können. Hey, du. Ja? Wer? Ich? Ich habe nichts gemacht. Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Och nein, ich mache doch keinen Ärger. Ich war auch in keiner Hütte. Ich war nur bei der Schmiede, aber da ist ja sowieso nichts passiert, weil ich nicht genug Dietrich habe. Also keine Sorge, ich mache schon keinen Stress. Nein, wer bin ich denn? Ist ja auch nicht so, als wäre ich irgendwie ein Krimineller, der in diese Kolonie geschmissen wurde, weil er irgendein Verbrechen begangen hat. Nein, keine Sorge, keine Sorge. Kämpfe finden auch noch nicht statt. Die finden, glaube ich, immer abends statt. Wenn einmal pro Woche oder so. Wie gesagt, ich habe noch nie wirklich einen miterlebt. Und irgendwie ist das Abwesen von Matt wirklich besorgniserregend. Also getötet hatte ich ihn ja noch nicht. Na, vielleicht sollte ich ihn nicht heraufbeschwören. Aber es ist ein neuer Tag. Das heißt, wir können... Kann es sein, dass Nein! Du... Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Also ein Teil von mir will in dein Gesicht, und zwar meine Faust. Genau, renn einfach weg. So, wir holen uns jetzt nochmal Fleischwanzen-Ragout ab, wenn er Neues gekocht hat. Du hast gesagt, ich kann schön. So viel von dem... Ja, ja, den Rest kennen wir ja schon. Dreimal Fleischwanzen-Ragout ist zwar nicht viel mit neuen Lebenspunkten Heilung, aber hey, man weiß ja nie, wann man das gebrauchen kann. Denn sowas wie Heiltränke oder so haben wir ja leider noch nicht. Beziehungsweise nur den einen aus der Truhe. Da vorne ist jemand, mit dem ich eigentlich nicht reden möchte, dem ich nicht zu nahe kommen werde. Deswegen gehen wir erstmal hier runter. Hier ist nämlich noch ein relativ interessanter Typ, und zwar Gravo. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Tja, also das ist schon mal ganz gut, falls wir es mit irgendwem hier verscherzen. Das habe ich ehrlich gesagt bisher noch nicht gehabt in irgendeinem Spiel, dass ich das wirklich in Anspruch nehmen musste. Also ich habe mich nie so daneben benommen, dass irgendwas passiert ist. Ich finde gerade diese Berge da oben so cool. Da oben standen wir übrigens schon mal drauf, auf dieser Klippe, wo ich jetzt hingucke. Da haben wir den Goblin besiegt damals und haben dann hier auf dieses Lager hinabgeblickt. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir hier einen haben, der uns im Zweifelsfall helfen kann. Ich muss mal eben gucken, ob wir noch Fleisch haben. Ja, tatsächlich, das brate ich mal eben, denn... Ihr wisst ja sicherlich noch, dass gebratenes Fleisch 15 Lebenspunkte bringt, im Gegensatz zu den 10 von ungebratenem. Und ich will eigentlich nicht da oben hin. Ich muss mal eben gucken, ob ich schon einen bestimmten Auftrag angenommen habe. Ja, Prüfung des Vertrauens. Okay, ja gut, es führt sowieso nichts dran vorbei.
Also man kann ihm irgendwie ausweichen, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, mich irgendwie da lang zu schleichen. Vor allem, weil ich durch das Let's Play abgelenkt bin ein bisschen und nicht so drauf achte. Deswegen gehen wir einfach mal frontal auf ihn zu und bringen es hinter uns. Hey, hallo! Du. Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns, wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Tja, es ist besser, wenn wir den nicht verärgern, vorerst zumindest noch, während wir noch so schwach sind. Deswegen. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Wie viel Erz habe ich dabei? Habe ich 10 Erz? Hier hast du das Erz. Ja. Ich kann Freunde gebrauchen. Du scheinst mir ein kluges Bürschchen zu sein. Von nun an werden wir auf dich aufpassen. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Verstanden? Tja, wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Ja, und dieser Bloodwind, das ist ein richtiger Blutsauger. Also der hat seinen Namen nicht von irgendwo. Der wird jeden Tag, wenn wir hier in seinen Bereich gehen, das heißt von hier aus bis, ja, ungefähr da, wo wir Mordrak getroffen haben, nicht ganz so weit, wird der uns ansprechen und 10 Erz verlangen, jeden Tag, während den, den wir da drüben getroffen haben, der Schutzgeld haben wollte, nur einmalig von uns 10 haben will. Das ist nicht so schön. Aber wenn wir uns mit dem verscherzen, dann kriegen wir so ein, zwei Feinde hier im Lager, die ich jetzt aktuell lieber noch nicht haben möchte. Deswegen habe ich das mal gezahlt. Wenn wir keine 10 Erz gehabt hätten, hätten wir sagen können, ich habe momentan keine 10 Erz bei mir, bla bla. Dann hätte er uns sämtliches Erz abgenommen, das wir haben. Also irgendwie 3 oder so, je nachdem, wie viel man hat. Und hätte dann gesagt, ja, das reicht ja erstmal für den Anfang. Dann wären wir auch gut raus gewesen. Aber ich hätte nicht sagen dürfen, ich habe keine 10 Erz, wenn ich 10 oder mehr dabei habe. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber jetzt können wir uns wenigstens für heute hier frei bewegen. So, da haben wir Graham. Zu dem hat uns Diego doch geschickt, damit wir eine Karte von ihm bekommen. Na? Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Gucken wir uns erstmal an, was er hat. Er hat eine Karte der Kolonie. Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. Ja, wir können uns leider nicht angucken, wie das aussieht, bevor wir es nicht gekauft haben. Das ist ein bisschen doof. Meine ich zumindest. Nee, können wir nicht. 50 Erz. Ja, das ist eine Skizze für 60. Die werde ich mir irgendwann mal kaufen. Da ist auch was, sagen wir mal, Hübsches drauf. Dann Karte zur alten Mine. Die wollen wir haben. Darauf haben wir es abgesehen. Übersicht altes Lager, auch ganz nett. Und Wasser. Na gut, aber Diego hat ja gesagt, dass er uns eine Karte geben soll. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Wie wär's mit Nein? Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Tja, ich kann mir schon vorstellen, dass das viel Arbeit ist, aber ich denke mal, du verdienst damit auch relativ gut und ich habe kein Geld, also... Rück die Karte raus oder ich polier dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Es gibt so einen Scherz bei uns, also bei mir im Kollegenkreis, der so kursiert zu Gothic und den Nachfolgern, dass es eigentlich immer drei Gesprächsoptionen gibt. Und zwar erstens, ja, hey, wir sind Freunde oder ich bezahle dir Geld, lass uns das doch machen. Zweitens,
wenn du das nicht machst, poliere ich dir die Fresse. Und drittens, ich poliere dir die Fresse. Und so ein bisschen stimmt das ja auch. Ein bisschen, ja. Dann haben wir hier Baal Taran, offensichtlich einer aus dem Sektenlager. Und der raucht sich hier mal genüsslich einen kleinen Joint. Reden wir mal mit ihm. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Ja, mit den Göttern kenne ich mich leider nicht ganz so aus. Ich habe nämlich nur Gothic 1 durchgespielt. Gothic 2 habe ich mal angefangen, aber nicht sonderlich weit gespielt. Deswegen werde ich mich auch nicht spoilern oder so. Ich werde Gothic 2 auf jeden Fall noch spielen, möchte das alles selbst erleben. Gothic 3 dann danach auch noch irgendwann. Soweit ich weiß, gibt es auf jeden Fall von den Göttern 3 Stück. Und zwar gibt es einmal Innos, den Gott der Sonne und des Feuers. Dann gibt es, ja, wenn ich den Namen wüsste, es gibt auf jeden Fall noch einen Gott des Wassers. Den folgen halt auch die Magier. Also es gibt einmal den Innos, dem folgen die Feuermagier und dem anderen Gott folgen die Wassermagier. Und dann gibt es noch den dritten Gott, ich glaube Belia oder so. Das ist quasi, ja, nicht der Gott der Toten mehr oder weniger. Das heißt, wenn man Nekromantie betreibt oder so, dann folgt man eben seinen Lehren. Und ja, jetzt haben wir hier noch den Schläfer. Relativ interessant. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Ja, dann werden wir den sicherlich auch noch besuchen, nachdem wir uns Mordrak geschnappt haben und ihm ins neue Lager gefolgt sind. Denn das Sektenlager wollen wir uns sicherlich auch noch ansehen. Ja, fragen wir ihn mal noch ein bisschen aus. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen, vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Tja. Das ist so eine typische extremistische Religion von wegen, ja, wenn du der Religion beitrittst, dann kommst du in den Himmel und alles ist gut und jeder, der Religion nicht beitritt, ja, der kommt halt in die Hölle. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe. Und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Drogen. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Relativ interessant. Auf jeden Fall klingt das schon mal besser, als hier im alten Lager rumzuhocken fürs Rest des Lebens, weil die im Sektenlager haben einen Ausbruchsplan. Also Plan in Anführungszeichen. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen?
Ich fürchte nicht, Schalder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Sollen wir es ihm erzählen? Ja, machen wir das doch einfach mal. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ach, und woher hast du den? Den haben dir die Magier gegeben, bevor sie dich hier reingeworfen haben. Richtig? Du bist ganz schön dumm, das so rumzuerzählen. Aber keine Sorge, ich behalte's für mich. Nur tu dir selber einen Gefallen und erzähl es keinem anderen, ja? Die Leute hier schneiden dir für sowas die Kehle durch. Die Belohnung, die es für eine Nachricht aus der Außenwelt gibt, will jeder gerne kassieren. Tja. Ja, wir haben jetzt quasi vier Wege, wie wir in die Burg hineinkommen können. Der erste Weg ist, 1000 Erz zu bezahlen, einfach die Leute zu bestechen, aber das ist irgendwie ein bisschen doof. Dann ist es die andere Möglichkeit, dass wir dem alten Lager beitreten und einfach so rein können, weil wir zu Gomez gehören. Wir können dem neuen Lager beitreten und darauf hoffen, dass wir einen Kurierring von den Wassermagiern bekommen, dann können wir auch hinein. Oder wir treten eben dem Sumpflager bei. Und ja, werden zum Drogenkurier. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Ich glaube, es gibt eventuell noch eine fünfte Möglichkeit, durch eine Hintertür reinzukommen. Aber das habe ich bisher noch nie wirklich gemacht und geschafft. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich möglich ist. Hallo Sly, na? Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Aha. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Na, das ist ja... Den haben wir ja schon gefunden, ne? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Tja, ja, die Quest mit Sly werden wir noch ein bisschen aufschieben, denn... Das Sly ist nicht hinter Neck an sich her, sondern er ist hinter seinem Amulett her. Und momentan, das bringt uns halt Schutz vor Waffen 5, was momentan relativ gut ist, da wir sonst gar keine Rüstung haben. Und ich würde gerne den Kampf in der Arena zuerst machen. Danach können wir Sly hier das Amulett von Neck geben, aber bis dahin möchte ich die Quest noch ein bisschen aufschieben. Tja, voll die coole Aussicht hier. Vor allem dieser Turm da. Ja, na gut. Ich denke, ich habe genug gespielt für diese Folge. Das heißt, mit diesem Blick auf das Abwasserrohr, hat er sich nicht im Moment, der Typ hat sich davon gewaschen, ne? Und da ist so ein Abwasserrohr aus der... Egal. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ich den Rest hier vom Außenring erforsche. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.